So, wie versprochen, möchte ich heute gern über ätherische Öle mit Katzen und Hunden sprechen. Wobei, ich habe heute ein Anschauungsbeispiel bei mir und ich hoffe, sie haltet sich. Also grundsätzlich ist ganz wichtig, dass Katzen, die haben ein unglaublich feines Riechen, ein feines Riechorgan und da muss man total drauf aufpassen. Aber wir werden schauen, dass wir vielleicht sogar ein Experiment machen mit dieser Miezekatze. Und zwar, ich möchte schauen, welches ätherische Öl sie ganz besonders narrisch macht. Und zwar, wir kennen alle Baldrian. Dann werden wir einfach einmal probieren und anschauen, wie wir das machen können. Wichtig ist nur eines, es gibt Pflanzen, die ganz gut sind für Katzen. Alle Pflanzen, die die Katzen selber kennen in den Gärten, wie Rosmarin, Lavendel, Muscatella-Salbe, das sind die besten ätherischen Öle für Katzen. Aber jetzt testen wir, wie die Lilly sich mit dem Baldrianöl vielleicht anders verhält. Und das habe ich hier. Und jetzt schauen wir mal, ob ihr Verhalten sich verändert. Lilly, was haben wir denn da? Schau mal. Sie wird schon unruhig. Jawohl, die Liebe schießt ein. Ja, also soweit zum Beweis, dass Katzen Baldrian lieben. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen beim nächsten Thema. Tschüss.